Notrufzentrale. Ich habe mir das Knie verletzt. Ich brauche. Bleiben Sie dran. Der Kinocast. Na, hallo, auf jeden Fall. Herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast, zur dieswöchigen Kinosendung, die einzige Kinosendung neben einigen anderen, die ihr hören musst. mit mir im Studio ist die Kate. Hallo, Kate. Hallo. Kommt quasi direkt aus dem Schlafzimmer. Tja, wenn ihr das Vorgespräch mitbekommen hättet, liebe Hörer, dann wüsstet ihr, was so, da war. Ja. der Chris ist auch mit da. Hallo, Chris. Moin. Moin, moin. Und ja, meine Wenigkeit ist der Erik. Hallo auch von mir. Hallo Erik. An euch, Erik. Liebe Mitmoderatoren und geschätzte Hörerschaft. Wir haben heute den 23.09. und wir besprechen für euch wieder ein paar Filme. Ich habe es wieder nicht in den Sneak geschafft, aber der Chris hält die Fahne für uns hoch. Der war in der Sneak Preview. Ich hoffe, dass ich morgen endlich mal wieder. Aber ich ahne Böses wegen der Arbeit, dass ich irgendwie lange bleiben muss. Aber ich hoffe mal, dass es klappt. Wir haben auf jeden Fall eine Sneak Preview für euch. Ich komme quasi direkt jetzt aus einem gesehenen Film. Ich war vorhin gerade im Kino, weil ich ja die Sneak Preview auslassen musste. Deswegen habe ich gedacht, ich gehe auf jeden Fall nochmal ins Kino die Woche. Und wir haben so noch ein bisschen was, denn wir haben noch einige Filme nachzuholen gehabt von der Urlaubszeit. Da ist noch einiges aufzuholen und zu besprechen. Und mal gucken, was uns noch so einfällt. Wir beginnen erstmal wie immer mit der Sneak Preview, zu der ich auch mal einen Jingle hatte. Ach, hier. Sneak Preview. In den Innenstadtkinos, genauer gesagt im Metropol, kam nämlich folgender Film, Chris. Welcher kam denn? Es kam der Film The Guilty. Und The Guilty ist ein Film aus Dänemark, fällt unter das Genre. Wie spricht man das eigentlich aus? Genre. Die Rubrik. fällt unter die Rubrik Thriller und kommt mit sehr, sehr wenig Schauspielern aus. Eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, brauchst du eigentlich nur einen Hauptcharakter. Der Rest ist halt so ein bisschen ja auch nebenbei. Und der Hauptcharakter ist Polizist Asger Holm, gespielt von Jakob Cedergren. Und der arbeitet in einer Notrufzentrale bei der Polizei, da allerdings auch nur ja eher so unfreiwillig, wie mehr oder weniger rauskommt. Es kommt nicht so viel raus, es kommt nur raus, so ja, er hat am nächsten Tag eine Gerichtsverhandlung. Warum, wieso, weshalb, ist auch noch unklar. Wie gesagt, es ist alles so ein bisschen, ja. Und wie es dem so ist, er bekommt Notrufe rein, verschiedenster Art. Einer ist irgendwie im Rotlichtviertel unterwegs und er wirkt einfach sehr gelangweilt, sehr genervt und dann kommt der Anruf einer jungen Frau und zwar von Iben und oder ja, Iben ist es ja, es ist auf jeden Fall Iben, weil es ist ja Dänisch, also nicht Iben, sondern Iben und die heult halb ins Telefon und sagt immer ja, mein Schatz und okay, mein Schatz und ja, mein Schatz und Und er kapiert dann relativ schnell, dass Iben in einem Auto sitzt und entführt wurde. Oh. Weil sie das ihm auch bestätigt. Und dann möchte eben Iben helfen, so rum, möchte ihr dringend helfen, da rauszukommen und setzt dann alle Hebel in Bewegung. Was er halt hat, ist das Handysignal vom letzten Funkmast in der Nähe. Darüber kann man es maximal orten. Und so beginnt quasi ein Wettlauf gegen die Zeit. Der allerdings, sehr, sehr, sehr aufreibend wird mit der Zeit. Also der Film spielt hauptsächlich wirklich bei einem selbst im Kopf sich ab. Weil man sieht wirklich die ganze Zeit eigentlich nur den Asger Holm, also den Polizisten. Man sieht nicht einmal Iben, man sieht nicht einmal den Entführer, man sieht nicht einmal das Auto, man sieht nicht einmal die Kinder, mit denen telefoniert wird. Man sieht nur, wie Iben, warum verwechsel ich Iben und Asger eigentlich immer? Weil die Namen sind immer schwierig, ich tue mich da auch immer schwer mit solchen skandinavischen Filmen. Ja. Man sieht bei Asger eigentlich nur die ganze Zeit, der einfach versucht, mithilfe des Telefons wirklich
alles, was in seiner Macht steht, zu erreichen, damit dass die Frau gefunden wird und dass diese Situation aufgeklärt wird. Und tja, wie es dem auch ist, diese ganze Sache mit eben der Entführung, das ist nicht mal das größte Verbrechen an der Sache. Mehr sage ich jetzt aber nicht. Ich habe von dem Film ja schon gehört, also der war ja bei den Sundance Film Festival, hat er, ich weiß nicht, irgendwas hat er da gewonnen gehabt. Ich habe mir dann den Trailer angeschaut, wo du geschrieben hattest, was kommt. Und ich hatte erst gedacht, von der Beschreibung her, dass es so ein Bildschirmfilm ist. Dass man quasi wieder nur einen Bildschirm sieht und irgendwie den Typ da in der Webcam, aber dann sieht man ihn ja doch tatsächlich in seiner Polizeiwache. Hätte, glaube ich, dann auch funktioniert, ne, wenn so nur auf dem Bildschirm, wie letztens der Film, den wir hatten, The Searching, der ja auch letzte Woche angelaufen ist. Ja, aber es sah schon vom Trailer her ziemlich spannend aus. Wie war es denn so? Also, ist das so ein Nägelkau-Ding gewesen? Oder? Wie ich es ja schon gesagt habe, er spielt ganz arg viel in seinem Kopf sich ab. Also du stellst dir automatisch die Darsteller, die Telefonpartner quasi vor, wie und was. Und der Film spielt, wie so, ich möchte jetzt nicht sagen so typisch skandinavisch, aber schon ein Stück weit spielt er wirklich mit dieser mit Ruhe und dann plötzlich wieder klingelt das Telefon und die rote Lampe leuchtet auf und du siehst, wie er überlegt und was er macht und es ist schon so ein Hin und Her und es ist ein ziemliches Katz-und-Maus-Spiel auch, also ein Stück weit. Und ja, Fingernägel kauen, ja und nein, mein Lieblingsspruch zurzeit, ja und nein. Zum einen ja, weil man, wenn man sich komplett drauf einlässt, wirklich mitfiebert und auch überlegt, okay, wie kommt Even aus der Situation gut raus? Wie sieht Even aus? Sieht man sie überhaupt noch? Was kann er sie retten? Und nein, eben aus dem Grund so, ja, es hat manchmal halt so ein bisschen auch so Pausen, die der Film sich einfach nimmt. Und sorry, deswegen, ich muss bloß gerade lachen. Es hat nichts mit dir zu tun. Ich muss gerade eingefallen, okay, weil du immer sagst irgendwie, was hast du, dein Spruch gerade mit ja, nein? Ja und nein. Ja, weil wir haben einen schwäbischen Kollegen, wenn der Englisch spricht, sagt er manchmal, yes, no, it's clear. Also ja, nein, ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Yes, no, it's clear. Ja, okay. Deswegen muss ich gerade lachen. Sorry, hatte nichts mit dir. Aber der Film, der interessiert mich tatsächlich sogar, also ich weiß nicht, wann der auf den Sundance lief, das ist auch schon eine Weile her, da hatte ich den schon mal gehört gehabt und das klang wirklich auch so vom Humor her auch so trocken, wie diese skandinavischen Dinge immer sind. Da gibt und, es eigentlich keinen Humor. Naja, also, so von der Art her, weißt du, so diese knochentrockene Art, auch mit total irrwitzigen Situationen umzugehen, wenn er da ans Telefon geht und ihm sagt dann jemand irgendwas, was da gerade passiert ist und er ist da ganz stoisch und so von der Art her. Wobei es kommt halt aber auch raus, was er noch, also es ist ja immer diese Frage, warum muss er zu einer Gerichtsverhandlung, was ist da los? Und das wird in dem Film auch noch aufgeklärt, ohne jetzt zu spoilern, was da dahinter steckt. Okay. Und das erklärt auch manches, dann erklärt nicht alles, aber manches auch von den Verhaltensweisen. Und es ist schon, ja, wie gesagt, es konzentriert sich eigentlich auf einen Schauspieler und das ist für mich immer extremst solche Filme. Also ich erinnere da an Buried mit Ryan Reynolds, den fand ich auch richtig, richtig gut. Ja. Weil da Ryan Reynolds wirklich komplett den Film, also wirklich komplett alleine tragen musste auch. Und so ist es jetzt in dem Fall mit Jakob Sedergren, der das auch komplett durchträgt, aber auch gut. Also wie gesagt, am Anfang denkst du dir, boah, was für ein unnetter Mensch. Und nachher denkst du dir, oha, oha, oha. Ist er denn so auch in der Sneak aufgenommen worden oder gab es da irgendwie Unruhe oder dumme Bemerkungen oder sind welche gegangen? Oder? Es gab einmal Gelächter, weil einfach eine Situation einfach zu dämlich war, aber die habe ich jetzt nicht mehr so im Gedächtnis. Aber eine der Reaktionen in der Sneak-Gruppe war, dass man genau wegen solchen Perlen in die Sneak geht. Oh, ja, das ist ja schon mal gut. Jetzt ärgere ich mich noch mehr, dass ich den verpasst habe, aber nichtsdestotrotz. Ich hoffe, dass du dich ärgerst. Ich hab ja noch ein paar Filme auf meiner noch zu sehen Liste schon von der letzten Sendung. Da wird er halt einfach mal mit dazukommen. Ja. Also du gibst dem Film eine hohe Wertung, oder? Ja, also dadurch, wie gesagt, ich fand, er hatte zwischendurch mal ein bisschen Längen, aber es sind so, ich musste mich entscheiden zwischen 7 und 8 und habe dann gedacht, nö, es waren 7 Punkte für mich.
Hätte gerne, ich hätte auf 7,5 gegeben. Ah ja, ich gucke gerade hier in unserer Sneak-Gruppe, wie da so die Wertungen aussehen. Also die 10 Punkte hat zum Beispiel Broncos Gonzales gegeben. Da das wahrscheinlich eh nicht sein Realname ist, habe ich den einfach mal vorgelesen. Broncos Gonzales. Okay, hat 10 Punkte gegeben und noch eine Person. Ja, und ja. Jemand anders hat 1 Punkt gegeben. Also. 9. Ein. Den wollen wir auch mal outen. Ach nee, das sieht nach einem echten Namen aus. hat aber auf jeden Fall ein Raute-Hashtag Wir sind mehr auf seinem Bild. Das ist schon mal ganz gut, deswegen werde ich die Person jetzt nicht dissen. Ja, aber ansonsten, vielleicht hat sich doch jemand verklickt, vielleicht hat er die 1 für eine 7 gelesen oder so, jetzt mal schnell auf dem Mobilgerät. Weil das ist ja so fernab, weil ich glaube, die niedrigste Wertung sind hier 6 Punkte, die ich sonst sehe und dann nix, also niemand hat 2, 3, 4, 5 gegeben. Ja, also doch eher so im oberen Feld. Wunderbar. Coole Sache. Na dann, vielleicht klappt es ja morgen, dass wir mal wieder zusammen in Disney gehen. Ich will es mal nicht versprechen. Ich kann zurzeit gerade gar nichts versprechen hier. Na super. Wie sehen denn die Tipps aus für morgen? Der Hinweis. Tipps für morgen. Mhm. Der Tipp für morgen generell ist erstmal nur, der beste Freund. Ja. Ah, ich habe getippt, genau. Ah, genau, weil ich war jetzt zu Hause dann. Mir ging es dann zwar immer noch nicht wieder gut, aber ich habe mir gedacht, ach, der Tipp, da lasse ich mal die Hand auf die Tastatur fallen. Natürlich, was könnte es anderes sein als Venom? Der startet Nein. ja auch. Na, der beste Freund, qua. Nein, da kommt noch viel besserer Tipp, der viel besser passt. Ja, oder auch Star is Born, da hatte ich vorhin gerade im Kino den Trailer tatsächlich. Und da muss ich sagen, nee, ich glaube, der ist es nicht, weil ich glaube, der hat mit besten Freunden nicht so viel zu tun. Der Vorname habe ich noch. Wir hatten, glaube ich, vor einiger Zeit mal so einen französischen Film in der Sneak Preview. Der heißt Der Vorname oder hieß Der Vorname. Wo auch irgendwie so, das war so ein Kammerspiel, wo die Eltern ihr Kind vorstellen, ihren Freunden und Bekannten und Verwandten und die haben das Kind dann mit Vorname Adolf genannt oder sowas und daraus entspinnt sich dann so der ganze Abend, so ähnlich wie Gottes Gemetzels oder so theaterstückmäßig. Und das basiert, glaube ich, auch auf einem Theaterstück und da gibt es jetzt eine deutsche Variante davon. Ja, könnte natürlich auch sein, weil der Freund, der beste Freund, nennt plötzlich sein Kind. So, könnte sein. So, und Kate, was sind da noch so für Sachen eingegangen? Den würde ich ja gerne sehen, Martin, der da jetzt kommt. Der Martin, der hat getippt, wuff. Und ich glaube, dass der Film kommt, weil der Trailer, ich habe den Trailer angeguckt, da geht es nämlich um den besten Freund des Menschen, den Hund. Ja. Ja. Werden verschiedene Leben von verschiedenen Leuten gezeigt, die alle einen Hund haben, beziehungsweise sich einen Hund zulegen und welchen Effekt das auf den ihr Leben hat. Und das kann ich mir für den Tipp tatsächlich am besten vorstellen. Und dann wurde noch getippt, ich traue mich es gar nicht vorzulesen, weil ich es fast ein bisschen albern finde. Es wurde getippt, Star Wars, Lando und Han. Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber zu dem Wuff nochmal, da habe ich den Trailer jetzt auch schon ein paar Mal geschaut. Weil der gefällt hier im Haus sehr gut und ich glaube, dass wenn das nicht in das Sneak kommt oder selbst wenn der in das Sneak kommt, dann ist das nochmal ein Kinotermin hier irgendwie im Haus. Ich glaube, die zentrale Figur ist da Frederik Lau, der feststellt, dass man mit Hundebetreuung viel Geld machen kann. Mit Hundesitting irgendwie und hat eigentlich so mit Hunden nicht viel am Hut und fängt dann an, irgendwie Hunde zu betreuen und lernt dadurch auch plötzlich Frauen kennen, weil es natürlich wenn man mit einem Hund draußen rumgeht, ist man natürlich schnell im Gespräch mit anderen. Und so ungefähr, ja, kommen dann so die Storys dann so ein bisschen zusammen von den anderen Hundebesitzern. Sah aber ziemlich cool aus, also ist auch zielgruppenspezifisch. Ich bin ja ein Hundemensch, muss man so sagen. Da hat man ja wirklich auch, ich meine, das ist ja immer so, wenn du einen Hund siehst, der so ein bisschen ähnlich aussieht wie der Hund, den du gern hast oder die Rasse, dann hat so ein Film eigentlich schon mal gewonnen und hier bei dem Film haben sie eigentlich irgendwie so voll reingegriffen in die Kiste und haben wirklich alle möglichen Hunderassen, dass jeder irgendwie seinen Liebling findet. Irgendwie habe ich das Gefühl. Also so wie man es manchmal so castingmäßig, wenn da irgendwie so eine Boyband ist, so irgendwie ist für jeden was dabei. So ungefähr haben sie es ja auch gemacht. Mal gucken, vielleicht kommt er ja. Das wäre cool. Würdest du dich auch freuen, Kate, oder? Ja, doch.
Ich fand den echt süß und vor allem auch diese eine Szene, die man im Trailer auch schon sieht, wo die Frau ins Tierheim geht. Ich hätte gern den traurig guckendsten Hund, den sie haben. Irgendwie so. Und dann kommt da diese Promenadenmischung, die da so steht und hallo, das ist so süß. Das ist so goldig. Also ich war schon einige Male irgendwie im Tierheim da in meiner alten Heimat und hier auch bei irgendwelchen Tierheimfesten oder so. Ich habe noch nie im Tierheim irgendwie so einen wirklich niedlichen Hund gesehen, wo du gedacht hättest, oh Gott, was macht denn der hier oder so, sondern es waren immer nur irgendwelche, wo du dachtest, ah, okay, den lieber nicht. Ja, aber gut. Trotzdem adaptieren statt kaufen. Ja, genau. Also man sollte auf jeden Fall nicht, wenn man noch keinen Hund hatte, jetzt ins Tierheim gehen und sich einen holen, der vielleicht irgendwie mal ja, mit Problemen zu kämpfen hatte irgendwo, weil das ist dann echt schwierig. Sondern oder halt eine gute Beratung mit an der Hand bekommen, Erziehung oder sowas, dann geht das auf jeden Fall. Ja, Wuff, vielleicht kommt's ja. Schauen wir mal. Moment, jetzt muss ich mal hier, habe ich noch? Nee, Heimkino ist das ja jetzt nicht. Ich habe keinen Jingle für Kino. Du hast keinen Jingle da dafür. Nee, kein Jingle. Siehst du mal, Daniel, wir brauchen einen Jingle. Also, ich war ja gerade im Kino mit meiner Tochter, besser gesagt, meine Tochter wollte mit ihrem Kumpel ins Kino und dann gab es das Problem, dass jetzt am Wochenende die Busse nicht so richtig gut fahren und dann hieß natürlich irgendwann, Papa, kannst du fahren und so. Und da habe ich, ja, was soll dann gehen? Ah, okay, den wollte ich eigentlich auch gern sehen. Und dann habe ich gefragt, wäre es okay, wenn ich mitkomme? Ich setze mich auch woanders hin. Ich muss den Film sehen. Dann war sie sehr angetan. Nee, klar, hier, nee, kannst du auch nehmen uns und so, ist kein Thema. Weil ich dachte nicht, dass die da irgendwie dann genervt sind, wenn da der alte Papa daneben sitzt. Aber ja, lange Rede, kurz Sinn. Wir waren in dem Film Das schönste Mädchen der Welt. Und meine Tochter hatte noch vorher gesagt, ist das was für dich und so, der Film, das ist doch eher was für Jünger. Habe ich gesagt, ja, nee, ich habe gehört, das soll gut sein. Und jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal die Beschreibung aufrufen. Also der Film beginnt mit einem Freestyle-Battle. Und da hatte mich der Film schon gewonnen, weil das finde ich ja saugeil, sowas. Und war ich auch schon als Gast, auch schon bei solchen Sachen. Das finde ich immer voll geil, die Atmosphäre und sowas. Und da fängt der Film halt an, Freestyle-Battle irgendwo in so einer Art Schule, in so einem Klassenraum, wo die Tische wie so ein Amphitheater so hochgehen, also eher so ein Vorlesungssaal. Und ja, dann wird der eine geäxt halt, dann kommt der nächste rein und das ist ein Typ mit Maske, so ähnlich so Sido-mäßig, aber halt eine relativ einfache Maske, eine goldene Maske aber und mit Kapuze über. Und der spittet da wirklich ein paar gute Lines und reißt das alles an sich und trägt dann den Sieg wieder mal oder trägt dann den Sieg davon. Und dann sehen wir dann, weil er soll dann die Maske absetzen, macht er nicht, rennt weg und rennt nach Hause und setzt die Maske ab. Das sehen wir ihn zum ersten Mal. Und er hat halt, darum geht es halt in dem Film, eine etwas größere Nase. Ist mir am Anfang jetzt, also ich wusste natürlich, worum es in dem Film so ein bisschen geht, ne? Aber sonst hätte ich gesagt, ja, ist eigentlich, ja, okay, ist jetzt nicht Riesending. Aber ist natürlich so, in der Schule wird er natürlich deswegen immer extrem gemobbt von den anderen und deswegen lebt er lebt er sich da ein bisschen aus unter der Maske und ist halt da auch wirklich gut. Und eines Tages kommt ein oder gehen sie auf eine Klassenfahrt Richtung Berlin und plötzlich, kurz bevor der Bus abfährt, kommt ein junges Mädchen rein, die von ihrem Vater da abgeladen wird. Die wollte da eigentlich gar nicht so richtig mit auf die Klassenfahrt und unser Held, der Cyril, der so ähnlich wie Cyrano, ne, wovon ja auch ja die Geschichte basiert, auf Cyrano de Bergerac, der wollte eigentlich auch nicht mit und sie setzt sich dann neben ihn in dem Bus, weil alle anderen haben ihn so weggemobbt, hier darfst du nicht sitzen, da darfst du nicht sitzen und ja, sie setzt sich neben ihn und sie freuen sich dann auch so ein bisschen an, sie sind dann ein bisschen auf einer Wellenlänge. Und sie gehen dann auch auf der Klassenfahrt in Berlin mal in so ein Freestyle-Battle und das finden sie auch beide ganz geil. Und er muss dann plötzlich mittendrin auch mal weggehen, sagt, er holt was an der Bar und geht aber hinten auf die Bühne mit seiner Maske und legt da wieder ordentlich los und reißt das alles an sich. Und das findet sie natürlich auch voll geil. Und die Frau, wie heißt sie? Die Roxy, ach genau, Roxy, genau wie Roxanne und Cyrano. Die Roxy, die findet dann diese goldene Maske später mal bei seinem Mitbewohner in dieser Jugendherberge und denkt, der andere wäre das.
was dazu führt, dass sie sich ein bisschen in den verguckt, und der andere ist aber strunzdoof, und weil er auch so ein bisschen Außenseiter ist, raufen die beiden sich so ein bisschen zusammen, der Cyril und der andere Typ, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß, und er hilft ihm dann so ein bisschen im Schreiben. Der andere ist so ein bisschen, naja, hat eine Gitarre dabei und will so ein bisschen Musiker werden, kriegt aber überhaupt nichts auf die Kette, kriegt keine ordentlichen Texte zusammen, und ist alles sehr fragwürdig, was er da macht, und dann hilft er ihm so ein bisschen mit den Texten, und ich will mal nicht zu viel verraten, also man hört schon ein bisschen raus, Klassenfahrt und so weiter. Anke Engelke ist übrigens die Mutter von ihm. Die Lehrerin ist Heike Makatsch, und die hat echt eine taffe Art. Chris, du solltest dir den Film wirklich mal angucken, also auch das ganze Thema Klassenfahrt. Es gibt ja wirklich furchtbare Filme, mit deutsche Filme mit Klassenfahrten. Das hier ist wirklich einer der guten, und der ist, glaube ich, wirklich sehr stark auf den Punkt. Ich saß ja nur wirklich, da waren viele, viele Jüngere auch dabei, die haben, ja, habe ich ja gemerkt, wie die bestimmte Sachen aufnehmen, und ich habe natürlich aus meinem Blickwinkel diverse Sachen aufgenommen, und es hatten einfach alle Spaß. Der Soundtrack ist sowas von geil, also wer ein bisschen so auf dreckigen Rap steht, auf Freestyle-Battle-Rap, und dann schreibt er ja auch selber Songs, die dann auch so vertont werden im Film. Das ist einfach absolut großartig gemacht, auch so vom Dreh her. Der ganze Film umschifft wirklich so diese üblichen Peinlichkeiten, die das Genre oder diese Art von Film so mit sich bringt, bis auf ein paar Dinge, die aber völlig vernachlässigbar sind. Also die sind zwar irgendwann da, die werden mal erwähnt, okay, das findet ja auch irgendwie im Leben von jedem mal statt, irgendwelche Geschichten, aber daran wird sich jetzt nicht so ewig aufgehalten und geweidet wie in anderen Filmen. Und der Film, der hat mich wirklich extrem begeistert. Also sowohl von den Schauspielern bis auf so ein paar Nebendarsteller, da haben sie so ein paar YouTuber, hat mir meine Tochter erzählt, ich kannte die nicht, hat gesagt, das ist der YouTuber, hab ich gesagt, oh, der spielt ja wie ein Zaunsfall, ey. Also wirklich, der eine YouTuber, der Benno heißt der im Film, der kann ja wirklich überhaupt nicht schauspielern, also das ist ja, da merkst du ja, dass er jede seiner Zeilen, und er hat nun wirklich nicht viele, viele Sachen auswendig zu lernen gehabt, dass sie wirklich so auswendig gelernt klingen, wie wenn früher in der Schule jemand ein Gedicht aufsagen musste oder so. Ach, ganz schlimm. Und dann waren noch so irgendwie so ein paar von den Mädels, waren irgendwelche Beauty-YouTuberinnen, die sie auch irgendwie erkannt hat, aber die haben eher so vernachlässigbare Nebenrollen. Was ich halt hier wirklich gut finde, ist auch, dass er mehrere starke Messages transportiert, die aber nicht mit dem Holzhammer kommen, sondern die einfach in der Geschichte eingewebt sind und das Ganze eine sehr moderne Version von Liebe, Liebeskummer, alles, was da so dranhängt, hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ich gebe dem Film 9 Punkte. Also hat mich wirklich extrem begeistert. Also wenn wer ein bisschen mit der Musik was anfangen kann, so eine zurückgenommene Art von Regie, jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so ein Fuck you Goethe, weißt du, wo ständig irgendwelche blöden Sprüche kommen oder sowas, sondern ein ganz, ganz toller, runder Film. Wirklich extrem, extrem begeistert. Also wir haben uns auf dem Rückweg schon über Spotify den Soundtrack geklickt und haben da schon reingehört. Es ist echt so cool. Also gut geschrieben auch, weil gerade bei so Rap-Sachen kann man auch viel, viel verkacken, und gut gemacht. Toller Film. Empfehlenswert. Kein Wunder, dass der so lange schon hier in Kinocharts relativ vorn dabei ist. Lief der eigentlich bei uns in der Sneak? Lief der mal irgendwie? Hatte ich das in Erinnerung? Bei uns in der Sneak lief er nicht. Ach, dann war es irgendwie, ich glaube, bei den Leinwandperlen lief der, glaube ich, ja. Ja, toller Film. Also, ich weiß nicht, ob ihr da jetzt ins Kino gehen müsstet dafür, aber Chris, dir würde ich ihn auch zum Thema Klassenfahrt mal empfehlen, weil wie die Lehrerin ihre Klasse da im Griff behält, die Heike Makatsch, das ist einfach sehr großartig. Ja. Herrlich. Okay. Und dann kannst du bestimmt auch viele Sachen bestätigen, die während so einer Klassenfahrt so passieren. So, kaum ist man auf der Autobahn auffahrt, müssen schon die Ersten auf Toilette gehen und so. So weit kam ich bei der letzten gar nicht. Oder so, ja. Ja. Tolles Ding. Und empfehlenswert von mir, kein Wunder. Also jetzt wundert es mich nicht mehr, dass der so lange in Kinocharts ist und so positiv aufgenommen wird von vielen. Schönes Ding.
So, womit machen wir eigentlich jetzt weiter? Jetzt kommt ein bisschen Heimkino jetzt, ne? Moment. Ja. Heimkino. So. Wer sich so meldet mit Schnipsen, kommt nicht dran. Jetzt mache ich mal auch mal einen Lehrer. Nee, Kate, leg los. Und zwar möchte ich gerne einen Film besprechen, den ich jetzt zwischenzeitlich ein zweites Mal gesehen habe und ich ganz furchtbar kritisch vorher war. Und zwar erinnert ihr euch doch bestimmt dran, dass ich nicht begeistert war, dass es einen neuen Jumanji-Film gab. Oder ach Quatsch, echt? Warst du nicht begeistert? So, nee. Vielleicht erinnert euch dann zurück. Mich hat's dunkel, aufgeregt. Dunkel. Ich erinnere mich da an so Diskussionen da irgendwie mit Luise noch oder so. Nein, also ich sag ja, ich lasse mich auch immer eines Besseren belehren. Deswegen habe ich dann in meinen Ferien beschlossen oder in meinem Urlaub, der kommt jetzt auf Sky, jetzt guckst du ihn halt mal an und machst dir dein eigenes Bild. Kostet ja nichts. Und erstmal, worum es geht. Vier Teenager, die verschiedener gar nicht sein könnten. Also der Streber, das begabte Mädchen, was sich aber vor allem geniert, der Sportass und ich glaube so eine YouTuberin und ach, ich bin so schön und oh mein Gott, ich muss jetzt posten und Selfie hier, Selfie da. Diese vier müssen nachsitzen. Und sie müssen nachsitzen und beim Nachsitzen müssen sie den Keller aufräumen. Und beim Kelleraufräumen von der Schule finden sie ein Videospiel. Was ich auch noch sagen möchte, ist, es wird sogar erklärt, warum aus dem traditionellen Brettspiel das Videospiel wird. Also warum das passiert. Aber das erzähle ich natürlich nicht, welche Gründe das hat. Auf jeden Fall finden sie das Videospiel und sagen, ach scheiß drauf, jetzt müssen wir nachsitzen, komm, jetzt spielen wir eine Runde und dann machen wir weiter. Und alle vier klinken sich ein. Und sind plötzlich in dem Spiel. Sie werden in das Spiel gesogen, so wie damals der Junge. Werden sie in das Spiel gesogen, ihre Körper dematerialisieren sich. Und sie finden sich als die vier Charakter wieder, die sie für dieses Spiel gewählt hatten. So ist dann der schüchterne, dünne Junge plötzlich Dwayne The Rock Johnson. Und das schöne Mädchen ist plötzlich ein dicker Mann. Und der große Sportmann ist ein kleiner Ornithologe oder so, keine Ahnung. Also so ein Forscher halt. Und das scheue Mädchen ist die Sexbombe. Kurze Zwischenfrage jetzt. Ja. Das letzte Spiel, was ihr gespielt habt, welche Figur wäret ihr jetzt, wenn das jetzt passieren würde? Ich wäre übrigens Lara Croft. Demnach wäre ich Dr. Bibber. Okay. Oder so. Nee, wie heißt Chris? Das, Doktor? Du? Was, das letzte Spiel, was du gespielt hast, wärst du Dr. Bipper. Dr. Mario. Dr. Mario. Ich wäre irgendein Soldat aus Battlefield 1. Ah, okay, auch nicht schlecht. Okay, so, weiter geht's. So, und die also sind dann in dem Spiel und kriegen eine mit, also wie es halt in so Computerspielen ist, da gibt es ja immer so Sequenzen, wo dann das Spiel erklärt wird und erklärt wird, was du jetzt machen musst und so. Und das passiert auch, sie werden von einem Typen abgeholt mit einem Auto und zu ihrem Startposition gefahren und dort wird erklärt, was sie machen müssen, und zwar müssen sie einen großen Diamanten zurück in eine Statue stecken. Aber das wird natürlich nicht einfach, weil der den Diamanten damals geklaut hat, der will ihn ja wieder haben. So. Und so müssen sie sich jetzt also von Level zu Level spielen. Das Problem ist, sie haben natürlich auch nur begrenzte Anzahl von Leben. Das heißt, sie dürfen auch nicht draufgehen so oft in dem Spiel. Und so retten sie quasi Jumanji, also die Welt heißt Jumanji, und so kommen sie auch wieder aus dem Spiel raus, wenn sie das Spiel besiegen und das Wort Jumanji, glaube ich, sagen, irgendwie so. Ich war ja extrem skeptisch, weil der Trailer, der war so doof gemacht, so auf, ich überreize es jetzt total und bin und mache da jetzt eine totale Lachnummer aus dem Film. So ist es nicht. Ich musste mich alles Besseren belehren lassen und der Film ist witzig, er ist spannend, er ist verdammt gut gemacht, muss ich sagen. Die Charaktere sind auf ihre eigene Art und Weise sehr lustig, aber sie überreizen es nicht, also nicht zu sehr. Ich muss sagen, ich fand den wirklich gut.
Und es gibt eine ganz, ganz, ganz tolle Anspielung auf den ursprünglichen Film. Das fand ich schön. Da habe ich sogar zurückgespult, um es nochmal anzugucken. Ja, und dann hat der Chris 2 Tage später ihn auch nochmal angeguckt und da habe ich mitgeguckt. Nochmal geguckt? Okay. Ja. Der ist echt. Ja, gut. Es hat so gut gefallen, dass sie nochmal geguckt hat. Das muss schon was heißen, ne? Ja. Also, er ist nicht Jumanji. Er ist definitiv nicht Jumanji. Es, er wird auch nie an Jumanji rankommen. Aber er ist halt willkommen im Dschungel. Das ist okay. Also, man hat den ursprünglichen Film nicht ins Lächerliche gezogen. Man hat ihn sogar fast schon, also 2 bis 3 Mal in Ehren gehalten, muss man sagen. Er hat einfach eine neue Art erzählt, eine neue Geschichte, die aber in der Welt des Jumanji spielt. Und das fand ich in Ordnung. Hat das ja zumindest mal besser gemacht als Predator Upgrade. Wahrscheinlich. Ja, der hat seinen Originalfilm verarscht. Hm. Ja, also ich fand auch die Besetzung eben toll mit Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan. Also ich muss sagen, ich fand ihn gut und ich gebe ihm auch eine richtig anständige Anzahl von Punkten und sage ich ihm 8 Punkte. Oh, nicht schlecht. Ja. Und Chris? Ja, ich bin auch bei 8 Punkte. Also wie gesagt, ich hatte sehr viel Spaß beim Schauen. Ich fand ihn auch gut gemacht, der war echt witzig und hat mal... So stelle ich mir das vor, wenn man eigentlich eine alte Idee aufgreift und nicht so wie bei Ghostbusters das dann quasi nachmacht, sondern es war moderner gemacht, das war ganz cool. Wie gesagt, hat sehr viel Spaß gehabt und ja, 8 Punkte mehr als verdient. Das klingt super. Sollte ich den auch mal gucken, ja? Oder? Ja. Klingt ja, ja fast so. Ich hatte auf diesem Sender da, wo ich in Urlaub war, hatte ich da auch irgendwie, da haben sie so Filmausschnitte und Trailer und sowas gebracht. Das hat mich jetzt nicht dazu bewegt, den Film gucken zu wollen, was ich da gesehen habe, muss ich sagen. Aber gut, vielleicht läuft da noch irgendwie, dann wäre ich ihn mal. Ich habe jetzt übrigens mein Sky-Abo verlängert, nachdem ich das ja gekündigt hatte. Aber die haben mich so penetriert und angerufen. Und dann hat im Urlaub, also da war schon der Kündigungstermin irgendwie 2 Tage nur noch hin, hat mich einer angerufen und da hat es mir dann irgendwie gereicht. Weil da wollte der dann wissen, ja, irgendwie so sinngemäß, ja, weil ich habe gesagt, nee, ist alles zu teuer. Und wenn ich jetzt noch DAZN brauche und Eurosport-Player und sonst was, um da Bundesliga. Ja, was würden Sie denn zahlen wollen für das und das Paket? Habe ich gesagt, na, höchstens, ich darf es jetzt nicht sagen. Und er hat gesagt, wenn wir den Preis Ihnen machen würden, würden Sie dabei bleiben? Habe ich gesagt, ja, okay, dann machen wir das. Ich habe gesagt, okay, dann schicken Sie es mal her. Sollten auch mal kündigen, glaube ich. Habe ich gesagt, schicken Sie mir das mal her, dann gucke ich mir das mal an, weil ich konnte es nicht glauben. Ich war jetzt nicht sicher, ob der da wirklich, also ob der da so eine Befugnis hatte da. Aber dann tatsächlich, also habe ich jetzt ein sehr, sehr günstiges, ich habe eigentlich jetzt auch keine Hardware, weil ich habe ja einen Satellitenreceiver hier. Ich brauche nur die Karte und das Modul. Ich habe jetzt keinen Receiver von denen, aber ja, das nur am Rande. Also da kann ich jetzt auch Jumanji noch gucken, wenn das jetzt noch läuft. Und cool. Werde ich mir mal merken hier. Okay, ihr habt ja noch viel mehr. Ich habe auch ein bisschen was. Wechseln wir uns mal ein bisschen ab, oder? Habt das geplant oder seid ihr gerade im Flow? Go for it. Jetzt muss ich bloß mal gucken, worum es in dem Film ging, den ich da hatte. Den habe ich im Urlaub geguckt auf diesem Sender. Ach, jetzt fällt es mir wieder ein, genau. Also, Paranoia, riskantes Spiel ist der deutsche Zusatztitel. Habe ich geschaut. Ein Film mit, Achtung, haltet euch fest, Liam Hemsworth, Gary Oldman, Harrison Ford, und noch ein paar anderen, die ich jetzt hier auf die Schnelle, Josh Holloway, ja, Amber Heard, also schon ein bisschen was. Den Film gibt es jetzt schon auf Blu-ray, wie gesagt, ich habe den dort im Fernsehen geschaut, auf dieser Sky-Variante, die es da unten gibt. Hat hier auf Moviepilot eine eher durchschnittliche Wertung. Aber ich sage jetzt mal ganz kurz, worum es geht. Es ist ein, ja, betitelt als Spionage-Thriller. Und Liam Hemsworth, der kommt so aus Brooklyn, ist so ein bisschen, ja, so Computer-Nerd und kann ein bisschen hacken auch. Und der hat so eine Firma, so ein Startup, die wollen so verschiedene Ideen so umsetzen und dann so ähnlich wie die Höhle der Löwen mäßig irgendwelche Investoren finden, die dann die Idee übernehmen oder irgendwelche größeren Firmen, die denen quasi die Ideen komplett abkaufen und damit das kleine Startup dann irgendwie wieder geltende Kassen bekommt und so weiter. Ne?
das funktioniert alles nicht so richtig erfolgreich, aber der CEO von diesem einen Unternehmen, der, oder besser gesagt, dieses eine Unternehmen, guckt sich ihn so ein bisschen aus, weil er es irgendwie schafft, die Idee, die sie haben, wirklich gut rüberzubringen und das gut zu spielen. Und er wird von diesem einen Unternehmen angeheuert, verdeckt das andere Unternehmen. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie, irgendwie wirkt das eine Unternehmen ein bisschen wie Apple und die anderen wirken ein bisschen wie Google. Und werden natürlich keine Namen hier genannt, aber es sind schon ein paar Parallelen erkennbar. Und da geht es halt darum, der eine soll bei den anderen eingeschleust werden, um da Informationen zu beschaffen, woran die dran sind. Und das Unternehmen, dieses, ich sag mal, Apple-artige Unternehmen, was Harrison Ford leitet als Art Steve Jobs, die sind da an ein paar neuen Sachen dran, ein paar neuen Gadgets, die sie rausbringen wollen. Und die liegen dann auch in so einem Safe schon mal. Und das soll er die Informationen beschaffen. Und er wird vorher noch, durchläuft das so eine Art Agentenausbildung, um... ja, sich da auch an die eine Frau ein bisschen ranzuschmeißen, wie er das am besten machen kann. Die hat er vorher schon mal so ein bisschen halb kennengelernt und die soll er jetzt quasi auf seine Seite ziehen und sich dann dort einschleusen lassen, also diese Amber Heard, ne? Ja, das Ganze ist jetzt nicht so wahnsinnig perfekt und riesig spannend, der Film. Den kann man aber, konnte ich aber im Fernsehen echt gut gucken. Also der hat hier auf Moviepilot wirklich eine 5er-Wertung, 5,4, gibt die Community, die Kritiker geben 3,8, also noch niedriger, was eigentlich nach einer absoluten Gurke klingt. Das wird dem Film aber nicht ganz gerecht. Er ist gut anzusehen, die Darsteller sind auch gut. Irgendwie fehlt ein bisschen was die ganze Zeit, klar. Ja, so ein bisschen der Pfiff und die Spannung oder sowas, aber der hat ein paar echt coole Einstellungen drin. Es ist schön gefilmt. Die Darsteller spielen allesamt gut. Also wenn ihr den mal irgendwo erwischt oder vielleicht gibt es den auch in irgendeinem Streaming-Service, dann kann man den schon mal gucken. Gerade wer sich so ein bisschen für Technik interessiert oder wie bestimmte Produkte gelauncht werden und was da so hinter den Kulissen vielleicht läuft, zumindest in der Vorstellung von dem Regisseur hier. Das kann man echt gut gucken. Ich fand es jetzt keine Gurke. Ich gebe dem auch eine etwas höhere Wertung. Ich habe dem, glaube ich, 6,5 von 10 gegeben. Also ich liege auf jeden Fall über beiden Wertungen hier. Paranoia heißt der Film. Nochmal, riskantes Spiel, deutscher Zusatztitel. Da weiß man schon, es wird riskant. So. Und es wird ein Spiel gespielt. Ja, und da keine Fragen von euch kommen, dann gehen wir einfach weiter mit dem nächsten Film, den ihr auf der Liste habt. Welchen sollen wir machen? Killers Bodyguard, hätte ich gesagt. Ja, mach mal. Der ist auch relativ schnell abgehakt, weil, Erik, den hast ja du auch schon mal besprochen. Den fand ich gut. Der war auch absolut großartig. Also ich mache es wirklich ganz kurz. Geschichte brauchen wir, glaube ich, nicht mehr groß erzählen. Erzähl mal ein bisschen was. Wir wissen ja nicht, ob die Leute alles gehört haben. Wenigstens okay, ein bisschen zusammenfassen. Ryan Reynolds, natürlich, ich gehe immer davon aus, dass unsere Hörer alle Sendungen hören oder sonst nachhören, ist ja wohl klar. Ryan Reynolds ist Bodyguard, also Personenschützer und eigentlich auch ein sehr, sehr erfolgreicher, hat ein sehr hohes Rating und eines Tages kommt eben einer seiner hoch angesehenen Kunden leider ums Leben durch einen ziemlich krassen Schuss und ja, seitdem ist nichts mehr so, wie es mal war und jetzt soll er einen Verbrecher eskortieren, helfen zum Gerichtshof nach Den Haag, weil da ein Kriegsverbrecher vor Gericht steht und da eben dieser Verbrecher aussagen muss. Dieser Verbrecher ist Samuel L. Jackson, ein absolutes Duo Infernale, die sich in Sprüchen und sowas nichts nachstehen. Die Action im Film ist richtig, richtig cool. Die Story an sich ist halt, ja, ist ganz nett. Selma Hayek spielt auch noch mit. Also storytechnisch, ja, um Gottes Willen, es ist halt ein Agentenkomödie fast schon. Es wird sehr viel geflucht, aber ist sehr, sehr cool gemacht. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr kurzweilig auch. Und ich habe also den Film an sich schon gefeiert und dann noch den Outtake hinten beim Abspann. mit der Extended Version. Ne? Ja. Ist das der Director's Cut. Also da hat man auch wieder gesehen, was Ryan Reynolds eigentlich auch für ein Typ ist. Und wie gesagt, die beiden harmonieren so unglaublich gut. Das hat so Spaß gemacht. Und ja, Killers Bodyguard, ich kann es nur empfehlen. Von mir hat er 9 von 10 Punkten bekommen. Und Kate, bei dir? 7. Ja. Aber ich fand ihn schon gut, aber ich fand ihn jetzt nicht so super gut. Aber er war gut. Ist vielleicht auch eher
Jetzt mal ohne, aber es ist vielleicht eher ein Film für Männer, so ein bisschen. So, ja, ich glaube es auch. Ja, so ein bisschen Action und dumme Sprüche und Typen, die sich da irgendwie behaken und so. Ja. Ich habe gestern gerade gesehen, als ich hier die Schlag den Hänsler geguckt habe, irgendwie läuft jetzt Deadpool heute oder so, ne? Pro 7, 20.15 Uhr. Da frage ich mich echt, welche geschnittene Fassung die da wohl präsentieren werden. Kann man dann bestimmt mal auf schnittberichte.com nachlesen. Ne? mal gucken, wie viel da fehlt. Ey. Das wird schlimm. Jo, gut, dann mache ich mal noch einen. Columbus Circle habe ich auch geschaut auf diesem Sender da. Ich habe irgendwie das immer laufen lassen und jedes Mal, wenn da irgendwas anfing, was ich noch nicht kannte, habe ich dann doch mal weitergeguckt. Gerade dann abends. Columbus Circle, die Hauptrolle spielt Selma Blair. Die kennt man ja vielleicht noch zum Beispiel bei Exorzist, war sie das Mädchen da, so, die da in dem Alten. Ne? Amy Smart ist noch mit dabei und wie heißt der? Kevin Pollack und Bo Bridges hat eine kleine Rolle und Giovanni Ribisi. Jason Lee ist auch mit dabei, genau. Jason Lee und Amy Smart, die ziehen in eine Wohnung ein. Na, ich muss ein bisschen anders anfangen. Also vergesst das mal, blitzdingst euch mal. Also wir das Ganze spielt, ich glaube, so in Manhattan, wo diese ganzen teuren Häuser stehen, weißt du, diese ganzen, die schon seit zig, hundert Jahren stehen, aber so ganz modern gemacht und wo du eigentlich nie reinkommst, es sei denn, du hast da wirklich wahnsinniges Glück, dass du da irgendwie... Und da lebt eine ältere Frau und die wird eines Nachts plötzlich mal aufs Übelste erschreckt und verstirbt. Und dadurch wird die Wohnung frei und da ziehen jetzt Jason Lee und Amy Smart alias Charlie und Lillian ein und da wird aber schon ein bisschen gesagt, ja, gegenüber da ist eine Frau, da wohnt eine Frau in der Wohnung, die will nicht so gern gesehen werden, also die hat auch nur den einzigen Kontakt, den sie hat, ist, dass sie so Briefe unter der Tür durchschiebt, um da irgendjemand zu schreiben oder überhaupt um da Kontakt zur Außenwelt zu haben. Und da kommt der Portier, der kommt dann immer vorbei und holt diesen Brief, der Concierge, gespielt von Kevin Pollack. Und der holt dann immer die Briefe und stellt die dann immer zu. Oder manchmal ist es auch irgendwie eine Nachricht für ihn selber. Und jedenfalls hat die sich da völlig abgeschottet in der Wohnung. Ich habe mich dann zwar ein bisschen so logikmäßig gefragt, wie sie überhaupt an die Nahrungsmittel kommt, die sie immer mal zubereitet. Aber ist egal. Jedenfalls... Die beiden ziehen gegenüber bei ihr ein und da gibt es aber dann immer mal Streit bei denen und eines Tages muss Amy Smart so aus der Wohnung flüchten, rettet sich gerade so auf den Flur und wird übel zusammengeschlagen von Jason Lee und dann der Jason Lee geht wieder zurück in die Wohnung, will irgendwie was Größeres holen, um sie zu vermöbeln und da geht tatsächlich auf der anderen Seite des Ganges da die Wohnungstür auf und sie wird hereingelassen, die Amy Smart oder die Frau, eben gespielt von Selma Blair, die holt diese verletzte Frau vom Gang rein in ihre Wohnung und von da an, ja, sie erzählt dann ein bisschen so eine Story, dass sie eben für sich bleiben will und sie hat eben Angst, unter Leute zu gehen und sie hat sehr, sehr, sehr viele Phobien und ja, sie bleibt lieber unter sich und sie freundet sich dann ein bisschen mit der an und die, nachdem dann die Wogen wieder geklettet sind gegenüber, wo man sich dann auch so ein bisschen fragt, ja, wie nach so einem Ding, also, aber gut, sie hat wohl in ihrer Geschichte, sie erzählt es dann auch, sie kommt aus sehr, sehr armen Verhältnissen und der Typ, den sie da geheiratet hatte, der steht wohl sehr gut da und deswegen kann sie ihn auch nie verlassen oder irgendwas, sie steht da ewig in seiner Schuld, keine Ahnung, so ein Ding und ja, sie freuen sich ein bisschen an, sie kommt dann immer mal rüber so zum Essen, wenn der andere nicht da ist, der ist halt viel unterwegs, geschäftlich und dann verbringen die ein bisschen Zeit zusammen. Da ja jetzt hier schon relativ viel in den Filmbeschreibungen steht, ich habe das nicht gewusst, als ich den Film geguckt habe, aber da es hier überall steht, werde ich es einfach mal mit nennen. Für mich war es eine kleine Überraschung, also die Selma Blair, die hat halt mal ein größeres Vermögen auch geerbt und hat sich deswegen sehr stark zurückgezogen von allem,
abgesetzt, was es so gab, weil eben dann immer irgendwelche Leute hinter ihr her waren. Ich glaube, ihre Eltern sind auch deswegen umgekommen, weil irgendjemand an das Vermögen wollte. Und deswegen hat sie sich da wirklich dort eingenistet und geht eigentlich gar nicht mehr raus, damit da nichts passiert, damit sie nicht irgendwo erkannt wird. Sie lebt auch unter anderem Namen. Und ja, ich kann jetzt nicht so viel verraten, nur dass die ganze Geschichte noch extrem eskaliert. Es baut sich wirklich sehr, sehr langsam auf und dann passiert noch einiges, es nimmt noch einige Wendungen. Giovanni Ribisi spielt einen Detektiv, der zum einen den Todesfall untersuchen soll von der alten Frau, die Wohnung mal hatte, gegenüber. Und dachte, du wolltest was sagen, Chris. Nein. Ich dachte, du wolltest. Giovanni Ribisi. Der muss auch Selma Blair diverse Male verhören, um festzustellen, ob sie irgendwas gesehen oder gehört hat, weil so ein bisschen was hat sie mitbekommen, was da passiert ist gegenüber. Und er hinterfragt das dann auch immer mehr, was sie da eigentlich macht und wieso sie da so ganz allein lebt. Und ich bin da jetzt echt in einem Zwiespalt, weil ich kann jetzt nicht sagen, in welche Richtung das eskaliert, ohne jetzt zu viel zu verraten, weil das ist dann wirklich, das nimmt dann extrem Fahrt auf. Vielleicht reicht es ja schon für manche Leute, die sagen, das gucke ich mir mal an. Es ist wirklich auch auf geringem Raum mit guten Darstellern, die hat man jetzt schon genannt. Ein Thriller, der sehr stark abdreht und das Ende hat mir extrem gut gefallen. Vielleicht kann ich das auf jeden Fall noch sagen. Also es dreht extrem ab und das Ende hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist ja häufig so, dass dann, gerade wenn dann so Sachen, so Filme, so Thriller in bestimmte Richtung gehen, wenn einem das Ende nicht gefällt, dann gefällt einem irgendwie alles nicht, aber hier hat mir das Ende wirklich echt gut gefallen, haben sie gut hingekriegt, wie das dann gemacht wurde, hat sich nicht zu stark angedeutet am Anfang, also nur Columbus Circle gibt es seit 2013 auf DVD, gibt es bestimmt auch irgendwo im Stream zu schauen. Und dann zu dem anderen kann ich zwei Sätze sagen, aber ich bin dann eigentlich fast durch. Ihr habt noch, Kingsman The Golden Circle, hast du nur alleine geschaut, Kate, oder? Nee, den habe ich auch gesehen. Achso, weil das so versetzt steht, siehst du mal. Ich darf das hier in dem Dokument gleich mal korrigieren hier. Oh ja, jetzt ist überall Barry Seal, super. Hat nicht funktioniert. Jetzt. Ja, super, ganz toll. Jetzt habe ich zweimal Kingsman gesehen. Du hast es ja voll im Griff, Erik, ich sehe schon. Jetzt stimmt's doch. Jetzt fehlt das aber ein Film, oder? Dauert ein Stück. Nee, ich habe das nur getauscht. Okay, Kingsman, The Golden Circle, auch den hatten wir hier schon. Ich kann mich daran erinnern. Die Fortsetzung vom Kingsman, wie hieß der erste? Kingsman? Einfach nur Kingsman. Ja, ist einfach nur Kingsman. Ja. Genau, okay, also die Fortsetzung von Kingsman. Es ist quasi der Auftakt zu der Kingsman-Serie, dass es jetzt noch mehr Filme davon gibt. Kingsman, The Secret Service, so hieß der erste. So hieß der erste. Ja, kann sein. So sieht's aus. Genau, also ganz schön, jetzt die Fortsetzung ist diesmal nicht wie auch eine Comic-Vorlage diesmal, sondern wirklich ein eigenständiger Film. Es spielt ein Jahr nach dem ersten Kingsman und erzählt einfach die Geschichte auch weiter mit Eggsy, also gespielt von Taron Egerton. Den kennen wir aus welchem Film? Eddie the Eagle. Dankeschön. Dann ist Mark Strong dabei, Colin Firth spielt mit, Julianne Moore spielt Poppy Adams, die großen Gegenspieler, Jeff Bridges spielt mit, weil dieses Mal verschlägt sie Kingsman in die USA, weil die Kingsman an sich eigentlich in ziemliche Schwierigkeiten geraten und brauchen dann an der Außenstelle in den USA Hilfe. Und das Ganze ist in Kentucky und wir werden sie erstmal mehr oder weniger ausgelacht, so was, ihr habt den Schneidereien gemacht, ihr müsstet den Alkohol machen, ist viel besser. Dort lernt man dann auch Tequila kennen, Agent Tequila, den spielt Channing Tatum, Agentin Ginger Ale, Halle Berry, also top besetzt und an sich eine recht nette Geschichte mal wieder, also nichts wirklich, wo man sagen kann, oh je, boah, völlig neu erfunden. Wie gesagt, die Besetzung ist halt cool, weil die Schauspieler ganz gut sind oder sehr gut sind teilweise. Und dann gibt es allerdings für mich in dem Film eine Sache, wo ich sagen muss, okay, das macht The Kingsman
besser als manch anderer Action- oder Agentenfilm, weil die Choreografien, die Kampfchoreografien in diesem Film finde ich unglaublich gut. Also das war wirklich ganz, ganz stark, ganz, ganz krasse Szenen, völlig abgedreht, vielleicht manchmal auch einfach von den Bewegungsabläufen her, aber so richtig gut durchgetimt und durchkoordiniert und alles, für mich bockstark, richtig, richtig gut, und das hat den Film für mich ausgemacht. Deswegen, wie gesagt, was es so an Story vielleicht so ein bisschen an Schwächen hat, war auch am Anfang kommt er ein bisschen dünn rüber, meiner Meinung nach, aber er fängt sich, der Film, und ja, ich sag nur Take Me Home Country Roads, 7,5 von 10 von mir. Ja, ich fand den ja damals nicht ganz so gut wie den ersten, wenn ich mich da recht erinnere. Ich habe eigentlich gerade, wo du jetzt die Kampfszenen gut choreografiert, ist mir gerade eingefallen, das war eigentlich was ich damals so nicht so empfunden hatte. Weil für mich war das immer sehr verwirrend dann teilweise mit irgendwelchen Peitschen oder irgendwas und dann mal so. Und man wusste dann teilweise gar nicht, wer da jetzt gerade wo ist und so. Aber ja, vielleicht. Doch, also das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Wie gesagt, das fand ich sehr, sehr cool. Da auch die Szenen mit den Peitschen und alles, also kann man mal so machen. Und Kate, wie fandst du den Männerfilm? Ich hatte das Problem, ich hatte den angefangen. Ich hatte die ersten Szenen bis zu diesem Teich oder Lust oder wo er da mit dem Auto hinfährt, hatte ich das geguckt und habe dann abgeschaltet, weil ich ihn schlecht fand. Weil mir diese Kampfszene in dem Taxi war mir viel zu unrealistisch und auch extrem auf 3D ausgelegt. Mit so Schlägen direkt Richtung Kamera und der Fuß hier und dann das und dann hängen sie halb aus dem Auto raus und das war mir alles ein bisschen too much. Und deswegen habe ich dann abgeschalten. Und dann hat der Chris gesagt, komm, wir gucken jetzt mal einen Film an. Ein paar Tage später, ich sage, ja gut, dann guckt man halt mal. Grundsätzlich witzige Geschichte. Also ich find Kingsman grundsätzlich ganz cool, weil ich mag ja so Undercover Agentenzeugs, gerade britisch angehaucht, ist das immer ganz, ganz schön. Und dass er jetzt halt in den USA war mit den Stuntmen, das war alles ganz cool gemacht, muss man schon sagen. Aber er hat mich nicht so sehr abgeholt wie der erste. Also ich gebe dem auch nur 6 Punkte. Fand ihn nicht so geil. Na, okay. Wir hatten übrigens den Trailer für Johnny English 3 vor dem Film gehabt, weil du sagst, du magst da so Agentengeschichten. Ja, aber Johnny English ist wieder viel zu albern, finde ich. Ja, aber sah trotzdem ganz nett aus. Würde ich ihn das nie gerne nehmen, falls es geht. Ja. Ach, ich habe für diesen Columbus Circle keine Wertung gegeben. Da gebe ich 7 Punkte. Und dann einen hatte ich noch geschaut gehabt, also richtig die ganze Zeit geschaut. Ich habe dann viele Sachen so ein bisschen geschaut, nämlich Dumm und Dümmer 2 oder wie es heißt, Dumber 2 oder so hieß der dann im Original. Oder im Deutschen Dumm und Dümmer. Dümmer. Hat den von euch jemand gesehen? Nein. Nee. Nein. Habt ihr den ersten gesehen? Ja. Nein. Ich habe den ersten nämlich nur zum Teil gesehen, weil ich den nicht ertragen habe. Und, oh, Frost! Ach, so ging es mir übrigens bei einem anderen Film, den ich jetzt nicht extra erwähne. Ich hatte auf Netflix mir aufs iPad geladen für den Urlaub. Der Diktator mit Sacha Baron Cohen. Oh. Ich fand die Ausgangsprämisse so geil und der Anfang, der ist so gut und so satirisch. Und dann wird der Film so mies. Ich habe mittendrin ausgestellt. Ich habe nicht zu Ende geguckt. Aber gut, wir wollen nicht über nicht zu Ende geguckte Filme reden, sondern ich habe tatsächlich Dumm und Dümmer zu Ende geguckt. Was er schon viel sagt über die Frage, kann man diesen Film ertragen oder auch nicht. Vielleicht war ich von der allgemeinen Urlaubsstimmung auch nur eingelullt. Und ja, also auch wieder die Farrelly-Brüder, wieder Jim Carrey, Jeff Daniels. Und die haben es tatsächlich geschafft, was ich nicht wusste, weil ich den ersten nicht zu Ende geguckt habe. Deswegen wusste ich nicht, wie der erste endet. Offensichtlich muss im ersten, Achtung Spoiler, muss am Ende irgendwas passieren, dass Jim Carrey so in so eine Art Lähmung fällt oder irgendwie einen Gehirnschlag kriegt oder keine Ahnung.
Und was dazu führt, dass er irgendwie die letzten 20 Jahre, also es ist irgendwie Echtzeit jetzt, der erste kam ja irgendwie ja vor 20 Jahren, glaube ich, raus. Und ich muss ganz kurz reingrätschen, es tut mir leid, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass da irgendwas am Ende war, dass der da reinfällt. Ich weiß es nicht. Also es beginnt, der neue Film beginnt damit und ich weiß es nicht, ob der andere, aber ich hatte es angenommen. Ich wage mich gerade daran zu erinnern, ich glaube, ich habe ihn doch gesehen. Also, der neue beginnt damit, dass Jim Carrey irgendwie in so einer Art Pflegeheim ist und da die ganze Zeit im Rollstuhl sitzt und um den muss sich komplett gekümmert werden. Der ist völlig weg, also der guckt nur starr irgendwo hin und Jeff Daniels hat ihn die letzten 20 Jahre irgendwie jede Woche besucht, sein bester Buddy und plötzlich, Spoiler, wacht er aus seiner Lethargie auf und sagt, das war alles nur ein Scherz die letzten 20 Jahre. Ich habe dich richtig dran gekriegt. Nein. Und dann finden sie aber irgendwie raus, irgendwie, dann finden sie irgendwie irgendwelche Briefe, jetzt muss ich überlegen, wie das war. Irgendwie finden sie einen Brief, dass da irgendwie in den letzten 20 Jahren hat irgendwie mir eine Frau, mit der sie mal beide irgendwie in Kontakt waren, die hat irgendwie ein Kind bekommen und musste das Kind aber jetzt irgendwie abgeben und dann nehmen sie an, dass einer von beiden da der Vater ist von diesem Kind und sie wollen dieses Kind oder mittlerweile die junge Dame suchen gehen. Roadtrip. Und vorher müssen sie natürlich erstmal die Mutter besuchen. Die müssen erstmal einen Hinweis bekommen, wo es überhaupt hingeht und müssen dann, jetzt fällt es mir ein, der Jeff Daniels, genau, ich lese gerade noch nebenbei die Story, das habe ich ganz vergessen, genau, der hat nämlich ein Problem mit den Nieren und braucht eine Spenderniere und deswegen ist das dann eine glückliche Fügung, dass er eine Tochter hat. Weil da kann er sie dann gleich anhauen wegen der Spenderniere, genau. Weil da muss ja nach Möglichkeit die DNA möglichst gleich sein. Ja, genau, deswegen wollen sie auf die Suche gehen. Ich will mal nicht weitergehen. Der Film ist nicht ganz so scheiße, wie der erste war, weil den ersten habe ich dann ausgestellt. Der ist natürlich auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau, ist klar, aber es ist jetzt durchaus noch halbwegs erträglich gewesen. Es war jetzt nicht ganz so schlimm wie Der Diktator oder so, wo ich dann einfach ausschalten musste, weil es mir, da kam eine Szene und dann, da habe ich mir gedacht, hatte ich schon einen Ausschaltimpuls und dann kam eine zweite, da habe ich gedacht, okay, das war's. Also hier geht's eigentlich, also ich gebe dem Film auch nur irgendwie 3 von 10, aber man kann ihn ertragen und vielleicht, wenn man in einer lustigen Runde ist, vielleicht kann man da auch sich richtig kaputt lachen, aber für mich alleine vor diesem, ich habe mir am Original geschaut, da wirken ja Filme sowieso bei mir immer ein bisschen besser. Vielleicht hat das auch noch mit dazu geführt, dass ich ihn doch etwas besser rezipiert habe, als wenn ich ihn auf Deutsch geschaut hätte. Ja, ihr müsst euch jetzt nicht berufen zu fühlen, diesen Film zu gucken, aber wenn er mal irgendwo läuft, dann lasst ihn mal laufen, guckt mal, ob da für euch was dabei ist, wo ihr lachen könnt oder spunzeln oder so. So, was habt ihr noch so? Oh, das ist noch viel. So, was alles heute noch machen? Wir können noch was aufheben. Dann können wir Serien machen oder so. Können noch was aufheben fürs nächste Mal. Ja, heben wir noch was auf. Ja. Dann heben wir Filme für auf und machen nächstes Thema. Dann gucken wir lieber erstmal, was diese Woche so überhaupt anläuft im Kino, damit wir dann wissen, worüber wir in der nächsten Woche reden können. Und ich habe das extra lang gestreckt, weil ich den Button nicht gefunden habe. Kinocharts und Neustarts. So, Kinocharts, Alpha, Platz 10. Das ist dieser Urzeitfilm, genau. Platz 9, Hotel Transylvanien 3, ein Monsterurlaub. Platz 8, Mile 22, beneide ich euch immer noch, dass ihr den gesehen habt. Platz 7, Das Haus der geheimnisvollen Uhren. Also Uhren, nicht Huren. Platz 6, Klassentreffen 1.0, Die unglaubliche Reise der Silberrücken. Ich weiß nicht. Sollte man sich, glaube ich, nicht angucken. Platz 5, Patterson und Findus. Findus zieht um. Platz 4, The Nun. Höre ich von manchen total Gutes und von manchen total Schlechtes. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich da halten soll. Platz 3, yay, das schönste Mädchen der Welt. Immer noch Platz 3 hier in Stuttgart, naja. Platz 2, Book Club, Das Beste kommt noch. Platz 1, Predator Upgrade. Pah. Ja. Also,
jetzt, wo ich beide ja gesehen habe, dann lieber das schönste Mädchen der Welt als Predator Upgrade. Aber es ist natürlich, glaube ich, eine unterschiedliche Zielgruppe, obwohl ich habe auch beides geguckt. Hm. Und was läuft jetzt diese Woche an? Na, was läuft an? Ein großes Ding. Venom. Venom. Ich glaube, da sollten wir vielleicht mal wieder ins Kino gucken, oder? Bin ich mir nicht sicher. Nee? Was hat denn der für eine Altersfreigabe gekriegt? Wieso, ist das relevant für dich? Nein, ich befürchte, dass er da nicht gut ist. Weißt du nicht, ob du da rein darfst? Nein, ich glaube halt, dass der... Also ich habe das überall gelesen, dass alle total frustriert sind wegen der geringen Altersfreigabe. Weil dann kann der nicht so spektakulär, gruselig und gewalttätig sein, wie alle ja auch oft haben. Ich sehe bei Kino.de sehe ich gar keine FSK. Normalerweise steht es da immer. Also 16, wenn nicht sogar 12. Aber... Na gut, wenn es euch nicht interessiert. Also, Venom, die Comic... Wenn es euch, Kate, nicht interessiert. Ach so, ich dachte... Ich habe doch gar nicht gesagt. Ich habe nur gemeint, wir dürfen nicht zu viel von davon erwarten. Ich erwarte da jetzt kein Braindead. Ich erwarte da einfach eine etwas düsterere Variante von den üblichen Marvel-Sachen. Naja, also Comic-Verfilmung mit Tom Hardy als Eddie Brock, der von einem außerirdischen Symbionten befallen und in Spider-Mans Gegenspieler Venom verwandelt wird. Woody Harrelson ist auch mit dabei. Michelle Williams, genau, da habe ich diesen Marilyn Monroe-Film auch geguckt im Urlaub. Aber den hat man ja schon ausführlich besprochen. Fand ich wieder sehr gut. Die Unglaublichen 2 startet auch. Das wird dann wohl für mich nochmal ein Thema sein, reinzugehen. Weil den hatte ich ja verpasst. Finde ich bestimmt jemand hier im Haus. Werk ohne Autor. Das ist von Florian Henkel von Donnersmarck, der schon einen Oscar gewonnen hat für Das Leben der Anderen. Das ist der neue Film, um einen ostdeutschen Künstler, der sich seiner traumatischen Vergangenheit stellt. Mit Tom Schilling, den ich auch sehr mag, und Sebastian Koch und Paula Beer. Würde mich eigentlich interessieren. Hätte ich eigentlich so ein bisschen auf die Sneak gehofft. Den hatte ich auch mal getippt gehabt extra. Aber dann startet noch ein neuer Film von Michael Bulli Herbig, der, glaube ich, diesmal nicht ganz so klamaukig wird, denn der heißt nämlich Ballon. Und da geht es um die spektakuläre Flucht aus der DDR von zwei Familien, die mit einem selbstgebauten Heißluftballon im September 79 geflohen sind. Und ich weiß nicht, dass ihr werdet es ja bestimmt mitbekommen haben, so aus der westdeutschen Presse damals. Wir haben es ja aus der anderen Richtung mitbekommen, was dann dazu geführt hat, dass sämtliche so Ballonsportvereine und sowas noch stärker überwacht wurden, weil da gab es ja auch einige so mit Heißluftballons und so. Das war dann irgendwie ganz, ganz übel. Zuerst wurde es ja totgeschwiegen, dass es das überhaupt gab. Dann hat man so ein bisschen was gehört aus den Nachrichten. Und ja, die kamen ja auch so ein bisschen aus unserer Ecke, wo ich herkomme ursprünglich. Offenes Geheimnis läuft noch an. Der zweifach Oscar-prämierte Regisseur Asghar Farhadi inszeniert eine Mischung aus Familiendrama und Thriller über eine Hochzeit, die grauenvoll entgleist, mit Penelope Cruz und Javier Bardem. The Man Who Killed Don Quixote, das ist quasi dieser Terry Gilliam-Film, der jetzt irgendwie doch endlich mal ins Kino kommt, nachdem es schon irgendwie ewige Zeiten rumgeistert, dieser Don Quixote-Film von ihm. Mal gucken, wie er sich an der Kinokasse schlägt mit Jonathan Pryce, Adam Driver und Oya Kolinko. Ich habe da so meine Bedenken, ob der jetzt wirklich gut an der Kinokasse performen wird. Dann läuft noch ein Film an, der heißt Ava oder Ava. Das ist ein Coming-of-Age-Drama. Da geht es um ein junges Mädchen, die fährt noch einmal an den Strand und will da ihren Urlaub genießen, bevor sie irgendwie ihr Augenlicht einbüßen wird. Alles ist gut ist ein Drama über die Vergewaltigung einer Frau und den anschließenden Prozess der Verdrängung, der Hilflosigkeit und der Isolation. Uiuiui. Ein australischer Neo-Western läuft noch an, der heißt Sweet Country von Warwick Thornton. Da wird ein Aborigine von Sheriffs gejagt, nachdem er aus Notwehr einen Waisen erschossen hat. I Can Only Imagine hat Bart Millard einen christlichen Superhit geschaffen. Das erbauliche Biopic erzählt die Hintergrundgeschichte des Musikers. Cinderella the Cat ist ein Animationsfilm. Da geht es um so ein Ballettmärchen ist das irgendwie, wenn ich mich da recht erinnere. Oh, das läuft nicht an. Das läuft nicht an. Das ist eine Doku, die läuft auch bei uns nicht. Das war's dann eigentlich. Ja,
Also für mich wäre da eigentlich jetzt nur so Venom dabei. Ballon würde mich auch interessieren. Berg ohne Auto eigentlich auch. Die Unglaublichen. Oh, da ist wieder viel auf der Liste. Bei euch? Nichts. Schweigen. Ja, Venom. So. Wenn dann Venom. Venom, ja. Jetzt wollte ich der Dame den Vortritt lassen, das ist auch nicht recht. Entschuldigung, ich muss erst die Katze von meinem Schoß runtertun. Oh, sehr viel. Musst du die Katze runtertun, um zu reden? Ah ja. Ja, die hat das ganze Mikro voll geschnurrt. Ich hatte euch mal kurz auf Stumm, Entschuldigung. So, wir haben aber noch ein paar Serien, sehe ich hier. So. Ja. Serien. So, wer fängt es an? Egal. Ich habe angefangen, Suits zu gucken und finde es ganz cool. Weiter. Wow. Du bist ja voll nah dran am Zeitgeist hier. Er ist immer schon bei Staffel 2. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren das war. Also da gab es, da hieß Twix noch Ryder, also da habe ich das auch geguckt. Ja, sag ja, mein Gott. Ja, die ist aber cool, ne? Dafür bin ich komplett durch mit Doctor Who und du so. Nee. Aha. Ist das bei Suits, da wo du bist, ist der immer noch so ein Brainiac, so ein Gehirngenie oder? Ja. Weil das verläuft sich ja dann so ein bisschen, was ich ganz gut fand. Jetzt spoiler ihn doch nicht. Ich spoiler doch nicht, sonst hätte ich doch gesagt, was da mit dem anderen und so. Also, was der Chris heute Morgen noch gemeint hat, dass er in der zweiten Staffel ganz schön aufmüpfig ist, der Mike, gegenüber dem Harvey. Also ganz schön frech ist. Und da hat er jetzt nicht Unrecht. Ich weiß, warum der Chris das guckt. Weil da jetzt die Prinzessin von England hier, oder wie heißt sie? Meghan Markle, genau. Angefixt von der royalen Familie, genau. schaut Chris jetzt zu uns, um genau. Den ganzen Backkatalog von der Meghan Markle mitzubekommen. Nee, aber ich finde die Serie cool irgendwie. Die ist sehr, sehr gut gefilmt, gut gedreht und die Chemie, die passt auch sehr gut zwischen denen, ne? Ja. Okay, Kate, Maniac. Da wollte ich auch mal noch reingucken, ja. Also wir haben ja mal vor ein paar Sendungen den Trailer, diesen nichtssagenden Trailer besprochen. Ich kann mich erinnern, ja. Und jetzt ist die Miniserie mit 10 Folgen vorgestern am Freitag online gegangen. Ich habe mir heute jetzt die ersten 5 Folgen angeguckt, beziehungsweise sagen wir mal 4,5, ich habe die 5 Stunden noch nicht fertig geguckt. Ich kann jetzt mal genauer sagen, um was es geht. Wir leben in einer Welt, die sowohl Vergangenheit als auch Zukunft ist. Es ist definitiv eine fiktive Welt. Die Klamotten, die Art und Weise, die Fernsehprogramme, die Computer, das ist alles 80er-Jahre-Style. Aber wir haben sehr, sehr viele moderne Einflüsse. Ja? Die Leute, die ein bisschen ärmer sind, ja, die können sich einen Help Buddy, weil sie nicht irgend so einen Typen bestellen oder irgendwie eine Person bestellen, und dann können die für ein paar, also die kriegen dann ein bisschen Geld, können sich dann meinetwegen eine Zigarettenschachtel angucken, haben diesen Typen dabei, der begleitet sie die Zeit lang, wie es der Betrag ist, der da ausgegeben wurde, und liest ihm Werbespots vor. Also quasi kannst du fürs Werbung gucken und begleiten werden von dieser Person Sachen bezahlen. Also es ist ein bisschen mehr futuristisch als jetzt die Klamotten, der ganze Art Style. Und wir lernen hier zwei Personen kennen. Einmal Emma Stone, die ganz klar ein Trauma durchlebt hat und versucht jetzt damit klarzukommen. Es wird in den Folgen erst nach und nach erklärt, was das für ein Trauma ist. Und Jonah Hill, der schizophren ist. Also der sieht Dinge, die nicht da sind, der redet mit Menschen, die nicht da sind, er spürt und sieht zum Beispiel Erdbeben, die nicht existieren, und hatte deswegen auch schon den einen oder anderen Anfall. Er ist einer von 5 Söhnen. Und die anderen 4 Jungs, die 4 Brüder, die sind halt total auf dem aufsteigenden Ast, genau wie die Eltern. Das sind alles so quasi die Reichen in der Stadt, ja. Alles Geschäftsmänner, nur er nicht. Er verliert dauernd irgendeinen Job, ist permanent depressiv. Und die beiden aus unterschiedlichen Beweggründen melden sich zu einer pharmazeutischen Studie an
und landen in diesem Labor gemeinsam und ja, sollen da eine neue Medikamentenstudie mitmachen. Und zwar geht es darum, drei Pillen zu nehmen, die jeweils unterschiedliche Reaktionen haben, die eine Art Traum auslösen oder eine Art falsche Realität, in der man sich dann wiederfindet, quasi in einer Art Traum. Jeder durchlebt es auf seine eigene Art und Weise. Problem bei den beiden ist, man weiß noch nicht genau, ob es ein Computerfehler ist oder ob es einen anderen höheren Grund gibt, aber die begegnen sich. Die begegnen sich in ihren fiktiven oder ja, in ihren Träumen, wo sie ihre Erlebnisse eben verarbeiten. Auf ganz andere, auf ganz verschiedene Arten. Also am Anfang hat jeder noch so seine eigene Sache, wo erzählt wird, warum die so sind, wie sie sind. Und dann, nachdem sie die zweite Pille einnehmen müssen, haben sie plötzlich gemeinsam. Träumen sie davon, dass sie ein Ehepaar sind kommen immer wieder so mehrere Sachen, spielen dann rein. Das ist ganz, es ist total konfus auch, weil es auch unterschiedliche Zeitgenren sind. Also irgendwann sind sie mal in den 60er Jahren, dann sind sie in der Jetztzeit, 80er Jahre, in diesen Träumen und immer sind sie zusammen und sie träumen quasi genau das Gleiche. Und die Macher von der Studie sind davon nicht so ganz begeistert und versuchen jetzt rauszufinden, warum. Mhm. Klingt so ein bisschen wie eine Black Mirror-Folge, oder? Oh, ja, aber anders. Also ich tue mich gerade ein bisschen schwer, weiterzugucken, weil man so wegkommt von der ursprünglichen Geschichte. Also diese Traumsequenzen werden, finde ich, zu sehr ausgelebt. Also ich habe jetzt die Folge 3 und 4 sind nur Traumsequenzen. Du kommst aber von der Grundstory nicht weiter. Ja? Also von den Traumata, die beiden haben und von der Grundgeschichte, was das für eine Studie ist. Ja? Also abgesehen davon, dass das Ganze auf irgendwelche alten Geschichten hinweist, so das Maniac-Logo sieht aus wie das IBM-Logo. Auch mit diesen Farben, ja, also mit diesem Farbenregenbogen. Das sieht alles nach also Anspielung auf unsere Welt an, ja, auf unsere Zeit damals. Ja. Auch die Art, wie diese Studien umgehen, das ist alles ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen schräg. Ich kann aktuell noch nicht sagen, was mir gefällt. Also schauspielerisch ein Traum. Emma Stone, Hammer. Jonah Hill macht es richtig, richtig gut. Also wirklich von der schauspielerischen Leistung Wahnsinn. Aber die Geschichte an sich muss jetzt noch mal ein bisschen Fahrt aufnehmen, weil sonst gucke ich nicht weiter. Ich weiß nicht, ob ich es dann bis Folge 10 durchhalte. Oh, okay. Weil ich habe, wie gesagt, die fünfte jetzt abgebrochen, weil ich wollte was anderes sehen. Es war alles zu... Ich will wissen, was es mit der Studie auf sich hat, was es mit diesen damit zu tun hat, dass die beiden jetzt zusammenträumen. Ich will wissen, was sein Trauma ist. Also da steckt ja noch viel mehr dahinter als das, was wir bisher wissen. Und auch von ihr will ich noch mehr erfahren. Aber nein, wir sind dauernd in irgendwelchen Traumsequenzen oder falschen Realitäten, wo zwar immer wieder Sachen aufkommen, aber nie zu Ende gedacht werden. Und du dann immer nur so angeteasert wirst und zack, ist es wieder vorbei. Und dann sind sie im nächsten Traum. Und das fehlt mir ein bisschen. Also ich kenne, die Grundstory geht gerade ein bisschen verloren aufgrund der Side-Stories. Klingt eher so ein bisschen nach Tech-Porn. So nach dem Motto, ja, wir zeigen mal, was wir alles Geiles hier für Effekte machen können. Und vergessen ein bisschen die Geschichte. Na, ich wäre auch mal reingucken. Also grundsätzlich, ich finde es schon geil gemacht. Auch gerade mit diesen, ich kann mir gerade keine Zigaretten kaufen. Ich kaufe mir jetzt quasi auf Kredit Zigaretten und höre mir halt 5 Werbespots an von dem Typen, der neben mir steht und die mir vorliest. Ja? Du kannst dir in dieser Welt, kannst du dir auch falsche Freunde buchen. Du kannst ein Freundschaftserlebnis buchen. Du kannst sagen, ich habe jetzt keinen Bock, alleine ins Kino zu gehen. Ich buche mir jetzt jemanden, der mit mir ins Kino geht und der so tut, als würde mich schon seit Jahren kennen. Ja, du kannst dir falsche Freunde kaufen. Und du kannst aufgrund von Werbespots dir irgendwie Zigaretten kaufen oder so. Ne? Also ist total komisch. Also es kriegt geile Ideen, aber alles so, im 80er-Style. Ich glaube, das klingt so cool. Suspekt und surreal, da muss, glaube ich, jeder selber mal reingucken, ob das was sein könnte oder nicht. Also ja, also es hat mich am Anfang mehr gecatcht, also die ersten 2 Folgen mich mehr gecatcht, als jetzt die letzten 2, die ich gesehen habe.
Ja, wie gesagt, ich tue mich schwer, gerade ein bisschen weiter zu gucken. Ja. Vielleicht haben ja die Hörer irgendwie einen Tipp, dann vielleicht hat es jemand schon weitergeguckt und kann dann sagen, lohnt sich oder lohnt sich nicht. Beim letzten Mal hatten wir relativ wenig Kommentare, um nicht zu sagen, gar keinen. Ja, mal gucken, das mal wieder ein bisschen anschieben hier. Ich habe tatsächlich auch noch eine, die wäre ich aber jetzt nicht in aller Breite. Ich habe nämlich die zweite Staffel von Ozark geguckt, da darf man eh nichts verraten. Großartig, viel besser als die erste. Großartig. Wenn die erste gefallen hat, wenn man von Gefallen sprechen kann, weil das ist ja immer so ein bisschen... So ein bisschen so ätzend wie Breaking Bad. So eigentlich will man es nicht angucken, weil das irgendwie alles so düster ist und so, aber es ist einfach gut. Und ja, und die zweite Staffel, die haut nochmal wirklich eine ganze Schippe obendrauf und die ist richtig gut. Ja, Ozark habe ich durch, ja. Tatsächlich. Ich habe noch News zu verbreiten. News. Serien-News. Denn für mich wird ein Traum wahr. Für mich wird ein absoluter Traum wahr, denn niemand anderes als Kirsten Bell hat bestätigt, dass in den USA der Sender Hulu eine weitere Staffel Veronica Mars drehen wird. Yes, sir! Es gibt neue Folgen Veronica Mars. Ich feiere es sehr. Und ich finde es auch richtig, richtig geil, dass Kirsten Bell es selber veröffentlichen durfte, als erste, dies bestätigen durfte. Ich finde es auch geil. Wobei Hulu ist dann natürlich erstmal sehr, sehr schwierig ranzukommen, ne? Ja, aber weil das Hulu kommt ist ja kein, dann irgendwann, Hulu ist ja kauft kein, Netflix oder so. Hulu ist ja kein Sender, sondern Hulu ist ja diese Plattform, die da eigentlich nur in den USA... Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was es ist. Auf jeden Fall macht Hulu eine neue Staffel! Und ich will sie sehen! Dann eine ganze Weile dauern, bis das mal woanders... Netflix soll das kaufen. Die sind Konkurrenten, Hulu und Netflix. Ja, aber trotzdem... Vielleicht gehen sie an Deal ja, ein. Na, mal schauen. Netflix Deutschland oder so. Dann wird es wahrscheinlich eher so, da gibt es ja auch so Hulu-Produktionen, die bei uns dann bei Sky gelandet sind. Ja, und dann gab es die bei Sky. Sky. Ich denke mal, es wird eher so auf diesem Weg ungefähr gehen. Hauptsache es kommt irgendwann im deutschen TV und wir sind alle ganz genauso wie die HBO, die Game of Thrones, die gibt es ja auch nicht bei gibt's ja auch nicht bei Netflix oder so oder bei Amazon Prime. Die gibt es ja auch bei Sky. Ne? Vielleicht hast du da Glück. Ja, es ist immer ein bisschen schwieriger dann bei diesen Hulu-Sachen. Egal, jo, aber ich freue mich. Ist doch schon mal nicht schlecht. Aber ich sehe hier, der Chris hat noch ein Game. Games. Das meine ich. Game. Ohne es. Ein Game. Ja, ein Game. Und das ist auch wieder so eine eher, wie kommt man zu so einem Spiel nochmal? Das ist ein Spiel von 2016. Es ist Battlefield 1. Und ich habe ja beim letzten Mal über Battlefield 5 erzählt und das, ja, und hier und da überhaupt und war vorbestellt und blablablub. Und jetzt kamen wir tatsächlich hier in die Versuchung, doch mal noch zu sagen, hey, schauen wir uns doch Battlefield 1 mal an. Noch, weil es jetzt halt auch relativ vergünstigt gerade gibt. Die Server sind immer noch sehr voll, muss ich sagen. Und es ist Erster Weltkrieg. Das merkt man auch. Es ist von der ganzen Dynamik her, ist es nicht so, finde ich es jetzt, wirkt auf mich nicht so schnell wie die anderen. Das Nachladen dauert ewig, seine Geschütztürme hin und her schieben dauert ewig. Das ist wirklich, aber das macht den Charme des Spiels irgendwo aus. Und es ist ein Ego-Shooter, klar, den muss man mögen oder nicht, man muss diese Kriegsszenarien sich damit zurechtfinden oder nicht. Und auch, dass man, ja, dass es da halt sehr, ich will jetzt nicht detailgetreue Szenarien gibt, sondern halt, ja, muss ich immer ins Gedächtnis rufen, wer dagegen wen und warum gekämpft hat. Und wenn man sich darüber mal ein bisschen hinwegsetzt, dann kann man durchaus Spaß haben an diesem Shooter. Bis jetzt, wie gesagt, habe ich vielleicht so, wenn es hochkommt, 8 Spielstunden. Aber die sind nicht schlecht. Ich kann überhaupt mit den Flugzeugen überhaupt nichts anfangen. Ich habe den Flammenwerfer, den ich hatte, habe ich sehr gefeiert. Und was halt wirklich was ist, was in anderen Battlefields bisher voraus hatte, ist, dass auch mit Giftgas agiert wird. Das heißt, du musst also auch deine Maske aufsetzen, deine Atemmaske. Und das ist dann schon wieder was, wo ich sage, okay, neue Elemente drin, interessante Punkte auch und durchaus ein Shooter, den es jetzt für weniger Geld gibt als am Anfang noch, ist ja klar, den man gerne spielen kann, der auch, wo man jetzt schon Punkte sammeln kann, auch für Battlefield 5, was ich sehr, sehr spannend finde. Also so Goodies quasi für Battlefield 5 rauslassen. Und
Das ist wieder was, wo es ein bisschen Punkte bei mir gelassen hat. Es ist zum Warmspielen jetzt für mich für Battlefield 5, bis das kommt. Deswegen jetzt Battlefield 1. Und ja, hat er auch ein paar Preise, wenn ich es richtig weiß, abgeräumt. Battlefield 1. Weißt du da was, Erik? Hab ich jetzt nicht im Kopf. Ich habe bloß gerade mal geguckt, wie der Preis so liegt, weil du sagtest, es ist günstig. Also die Standalone Edition Battlefield 1, 11,99 gerade. Genau. Und die Revolution Edition, was auch immer da noch alles drin ist, wahrscheinlich extra Waffen, extra Giftgas, keine Ahnung, 16,49 €. Ja, das ist der Premium-Dings und alles Zugang. Ja. Und naja, deswegen, ich glaube, für 16 € machst du nicht viel Geld kaputt, also dass es wirklich Spaß macht. Oder 11 €, also da, wie gesagt, da habe ich mir jetzt auch letztens das Tomb Raider, weil jetzt alle das Neue haben, habe ich mir das vorhergehend und das war irgendwie echt auch so 16,99 € oder sowas war das irgendwo. Ja. Das kann man machen. Ich bin da jetzt auch gerade gut dabei. Ich hänge gerade in dem einen Rätsel ein bisschen fest, aber ich bin ein Kenner, der sich irgendwie so Let's Play anguckt. Ich will das irgendwie selber schaffen. Das ist doch noch ein schönes Erfolgserlebnis. Naja, cool. Battlefield 1. Dann gucken wir mal in die sonstigen Themen rein. Kommentare hatten wir ja keine, liebe Hörer. Ich erhebe meinen Zeigefinger. Nee. Da hatten wir so viele Themen beim letzten Mal. Wir haben so einen großen Reisekoffer aufgemacht an Themen und quasi die Filme waren ja alle aus dem Kino, die wir hatten. Fast. Doch. Nee, doch. Eigentlich alle aus dem Kino. Weil wir haben ja die Filme, die wir im Fernsehen geschaut haben, gar nicht drangenommen. Hätte ich schon gedacht, dass da ein bisschen ein paar Bemerkungen kommen, aber vielleicht muss ich das auch erst wieder alles einspielen oder vielleicht war es auch zu lang. Vielleicht sind da manche noch nicht durch mit Hören. Kann auch sein. Naja, also da hat man keine Kommentare, aber ich guck mal, ob da vielleicht mittlerweile jemand die letzten 7 Tage wenigstens. Oh, jetzt will ja Amazon mir einen Link schicken. Tut mir leid, ich komme jetzt gerade nicht in Amazon rein, weil die wollen mir, die schicken mir einen Code auf mein Handy und ich habe mein Handy zwar jetzt hier unten, aber ich habe hier unten keinen Empfang im Arbeitszimmer. Und über Wi-Fi geht das irgendwie nicht, diese SMS-Zustellung hier. Ja, da kann ich jetzt leider nicht bei Amazon reingucken. Wer da was bestellt hat, das nehmen wir dann nächste Woche mit dran. Und sonst, haben wir sonst eigentlich noch was? Nö, wir sind eigentlich soweit durch, oder? Ja. Nichts vergessen hier? Nee. Okay, nee, halt doch, ein was hatten wir noch? Den Joker hatte ich irgendwie mit eingetragen, genau. Der Todd Phillips, der Regisseur, der sich jetzt, ja, eher so mit klamaukigen Sachen, würde ich mal nennen, mit Ruhm bekleckert hat, so mit Hangover und sowas. Der dreht ja den neuen Joker-Film. Weiß man eigentlich schon, wie der heißen wird? Heißt der nur Joker oder der Film dann? Oder keine Ahnung. Ist das irgendwie Dark Knight vs. Joker oder? Na, man weiß nicht. Der neue Film in diesem Batman-Universum soll sich ja um den Joker drehen und Joaquin Phoenix wird der neue Joker. Hoffentlich verkraftet er das psychisch alles etwas besser als seine Vorgänger, die in dem Joker-Kostüm gesteckt haben. Außerdem einen, der da in dieser Comic-Serie da gespielt hat. Ich glaube, dem nichts weiter. Ja, und da wurde jetzt auf dem Instagram-Kanal von Todd Phillips wurde ein, wie ich finde, ein sehr cooles Video, so ein Clip veröffentlicht, wo man sieht, wie bei so einer Art Screen-Test sich Arthur Fleck oder so ähnlich, der Joker, so ein bisschen wird so halb rüber geblendet in den Joker mit Maske. Joaquin Phoenix steht so da. Ich werde es mal mit verlinken. Könnt ihr euch mal angucken. Weil ich glaube, von dem Film werden wir wohl noch einiges hören demnächst. Und das macht auf jeden Fall schon mal einen ziemlich guten Eindruck. Also Joaquin Phoenix als Joker. Ich finde das Make-up nicht so gut. Also ich finde es besser wie bei dem letzten Joker. Das hat sich ja irgendwie Heath Ledger damals selber geschminkt. Irgendwie. Nee, deswegen sah es auch so verranzt aus. Jared Leto. Bei Suicide Squad. Suicide Squad. Das fand ich nicht geil, den Joker. Ich finde den Joaquin Phoenix jetzt schon besser wie Jared Leto, aber irgendwie klamaukiger. Ich finde tatsächlich, dass Heath Ledger bisher am geilsten gemacht hat. Die Art. Also seine Art von Make-up. Ja, weil es halt auch wirklich so abgefuckt aussah, ne? Und ja. Also das fand ich bisher am besten. Der lief ja letztens irgendwo auf ProSieben, glaube ich, The Dark Knight.
Und da habe ich reingezahlt und habe ich gesehen, oh, die senden nicht im Originalton. Da habe ich dann gleich erstmal meine Blu-ray reingeschmissen. Weil ich, da kam gerade die eine Szene mit dem Krankenhaus, wo er vor der Explosion davonläuft. Ne? Was so gut ist. Und also da gibt es so viele Szenen, die einfach nur so gut sind. Und da habe ich dann meine Blu-ray rein, wollte ich eigentlich nur so 2, 3 Szenen gucken. Ich habe da wirklich irgendwie einen halben Film geguckt. Ah, das ist, der ist so gut, der Film. Also gerade auch im Original, so wie, die, wie der spricht. Und oh, herrlich. Also Wahnsinn. Naja, mal gucken. Wir werden mal nicht vorverurteilen hier. Das ist jetzt erstmal ein erster Screentest gewesen. Und die wissen natürlich auch, woran er sich orientieren muss an dieser letzten Performance von Heath Ledger. Das ist einfach mal der Maßstab. Und ich verlinke es mal mit. Vielleicht haben da die geschätzten Hörer mal einen Kommentar dazu. Mal gucken. Mal schauen. Ansonsten nutzt die Kommentarspalte auf kinocast.net. Schreibt uns wieder Nachrichten, zum Beispiel an meine Wenigkeit eric@kinocast.net oder an kate@kinocast.net oder an chris@kinocast.net. Nutzt Twitter, Facebook, liked uns überall, wo ihr uns findet. Und dann hört ihr uns mit Sicherheit auch nächste Woche wieder, wenn wir dann wieder für euch aufnehmen. Mal gucken, was dann kommt. Vielen Dank, Kate, vielen Dank, Chris, fürs Mitmachen. Sehen wir uns hoffentlich morgen. Ich verspreche mal nichts. Tschüss. Ich auch nicht. Ciao. Ciao. Bis bald im Kinocast. Jetzt höre ich zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder unser Outro. Ich bastel das zwar jedes Mal rein. Das erste Mal gehört. Aber ich, ich finde es eigentlich gelungen. Ich habe es gerade mal wieder gehört, dachte ich so, ich hatte mich gar nicht dran erinnert, dass ich am Schluss noch so einen Helikopter drin habe, so ein Wuff, Wuff, Wuff. Ja. Genau, am Anfang habe ich ja so japanische Toms hier, diese riesen Trommeln, dann bum, 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 bum. Ja. Es kommt gleich ein ganz hübscher Sturm. Ja, ich sitze im Keller, ich kriege nichts mit. Ich habe auch keinen Empfang, ich kriege ja auch nicht die Unwettermeldung. Wenn die Welt untergeht, draußen hier irgendwie alles am Arsch ist. Ich sitze hier in meinem Keller und funk hier weiter. Ja, ich muss kurz draußen 2 Lampen retten. Deswegen klinge ich mich jetzt mal raus. Ja, ich muss auch mal gucken, ich bin gehen, was wie, du gerade angestellt hast. Wie John Goodman da in dem Cloverfield Lane. Ich sitze super im Keller hier. Ich sende noch weiter, wenn ihr alle schon weg seid. Ja. Alles klar. Kommen. Bis morgen dann. Tschüss. Bis morgen. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao.